Hallo, liebe Gaming Clerks Zuseher, wir sind auf der Xbox 360 und ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge Ausgepackt. Diesmal mit einem Snowboard-Spiel namens Stoked in der Big Air Edition. Das ist im Endeffekt das wiederveröffentlichte Spiel aus dem Hause Bongfish. Das Ganze wurde in Graz, also Österreich, entwickelt und wird von Bandai Namco vertrieben. Ja, ich habe selbst leider noch nie gespielt, obwohl ich eigentlich vor ja, gut 2,5 Jahren damals die Chance gehabt hätte. Habe gedacht, das ist mehr so eine Projektgeschichte. Ja, habe das ein bisschen aus den Augen verloren. Umso besser, dass ich jetzt hier die neue Version in Händen halte. Und ich bin gespannt, wie dieses Snowboard-Spiel sich im Vergleich zu den Erfahrungen, die ich mit diversen Ablegern dieses Genres hatte, schlägt. Soundtrack bei Snowboard ist auch Hammer. Na, ich hab's zwar nicht installiert, aber die Seiten sind dennoch jetzt nicht gerade welcoming. Jedenfalls Single- und Mehrspieler-Varianten, genauso wie ein Online-Modus. Eine feine Geschichte. Hier können wir noch einen Fahrer erstellen. Ja, nicht sehr hübsch. Accessories vom Blue Tomato, einen Helm, das ist natürlich hübsch. Wir nehmen eine Brille, und zwar die hier. Rucksack haben wir keinen, Frisur ist uns eigentlich hier auch wurscht. Gesichtsdeko, Bart. Das ist ein schönes, ach, Bandana. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, jetzt sehen wir sehr abgespaced aus. Boah, ach, das ist eigentlich vollkommen wurscht. Sound und Music, was haben wir hier Schönes? Nichts außer, nein, eine Wiedergabeliste. 80s, nein, was gibt's hier Schönes? 80s, weg damit. Action, Mob Rock, Turniers, Alternative Rock. Auch okay, Action-Movie, yeah, Electronic, Hip-Hop-Reggae, ich nehme mal Indie-Rock raus, ich nehme mal Hip-Hop-Rap raus, Japanese Video-Game klingt cool, Pop nehmen wir weg, Progressive House. Das finde ich ziemlich cool, dass man hier Genre einstellen kann. Also, gerade, ich liebe ja an sich umfangreiche Soundtracks, also ja, lassen wir uns da von der Vielfältigkeit überraschen. Ich speichere das mal. Auf den Berg. Jetzt haben wir eh schon viel Zeit quasi hier verschissen, aber das gehört halt auch gemacht am Anfang. Hello and welcome to Chile. My name is Marcelo and I'm your pilot for Amarante Nieto. Please, now, can I tell you some things about the market? Amarante Nieto is part of Paine Massif, one of the most famous mountain groups in Patagonia. Schöne Geschichte, dieser chilenische Helikopterpilot erzählt uns mal ein wenig über den Berg, das überspringe ich jetzt trotzdem. Ich will auf den Berg und auch ein bisschen zeigen, wie das hier so aussieht. Ich werde einfach mal Freeride nehmen. Session, Trick or Die. Schlage den angezeigten Score. Stick a Trick, schaffe innerhalb des Zeitlimits eine längere Combo als angezeigt. Ich mache mal diese Geschichte hier. Und da gibt es ja verschiedenste Auswahlmöglichkeiten. Cool. Nehmen wir mal den Anfangspark hier. Doch hier kann ich jetzt wählen, welchen Part ich wählen will. Ich sehe schon, ich hätte hier das Tutorial wahrscheinlich nehmen müssen. Aber wow, ich bin auch schon im Spiel. Was soll ich machen? Ah, eine Stick. Eine Flicket-Steuerung, also hier. Das ist ja beinhart so gar nicht arcade-lastig. Und wenn man ja quasi wo dran eckt, dann ist man mehr oder weniger auch fast tot. Ja, hier wird einem relativ wenig verziehen. Ach, come on!
Einmal probiere ich es noch und dann gebe ich auf und nehme was anderes. Aber sowohl. Ach, okay, einmal geht noch. Ein sowohl hübsches Spiel als auch anspruchsvoll. Komm schon, komm schon! Why, just why? Okay. Ich muss was anderes nehmen, so führt das zu nichts. Ich würde eigentlich gerne mal einfach nur so rumfahren. Das wird mir hier anscheinend auch gegeben. Das tut weh. Das tut jetzt schon wie beim Hinsehen. Und zwar sehr. Und zwar sehr, 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 sehr. Nein, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Ah, oh, jetzt nicht mehr. Ja. Simulation. Und das auf einem sehr hohen Niveau. Ich habe nur noch Shaun White Snowboarding in Erinnerung. Das war halt für den Massenmarkt angepasst. Auch eine schöne Geschichte zwar, aber das ist vor allem jetzt einfach schon wieder lang her, dass ich ein Snowboard-Spiel wirklich effektiv lang gespielt habe. Und ich finde es auch echt cool, dass sie wie halt in Skate mit dem rechten Analogstick die Steuerung gemacht haben. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt hier ein bisschen einfach frei herumfahren kann, bin ich auch nicht mehr ganz so stümperhaft unterwegs. Schon was ich noch alles machen kann. Kann die Kameraperspektiven wechseln. Helikopterkamera. Helikopterkamera 2, das ist ein bisschen verwirrend. Nehmen wir mal die feste Kamera. So, Folge macht am meisten Sinn. Also ich muss sagen, es geht hier einfach wirklich um Erleben und Snowboarden. Ich kann aber genauso einfach sagen, ich möchte hier wie jetzt gerade einfach nur eine Session machen, wo ich entspannt fahre und nebenbei Musik höre. Wie halt auch im echten Leben. Vielleicht ein wenig sicherer als hier im Fernsehen. Natürlich immer eine Frage des Umfangs auch, um was dann eigentlich im Spiel, auch im Multiplayer, für Möglichkeiten gegeben sind. Wir haben schon gesehen, allein die Vielfalt von Abfahrtmöglichkeiten und die verschiedenen Challenges machen sicherlich hier eine lange Zeit Freude auf der Konsole. Ich muss auch sagen, rein optisch jetzt spricht es mich an, es ist natürlich nicht top-notch, aber es sieht wirklich hübsch aus. Und ich habe echt noch nie so eine Steuerung beim Snowboard-Spiel gehabt und das finde ich wirklich beeindruckend. So, hier in eine Ecke landen, wo es ruhig ein wenig steiler sein könnte. Wow, sieht auch nett aus. Ich kann währenddessen ins Aktionsmenü und könnte jetzt einfach online einsteigen. Oder mal den Soundtrack hier erweitern. Das sieht echt heftig aus. Wer früher End auf der Xbox gespielt hat oder natürlich die SSX-Reihe oder damals Snow Surfers oder wie sie alle geheißen haben. Ganz ehrlich, Snowboard ist einfach ein hervorragendes Videospielgenre. Fasziniert mich seit Jahren und es ist echt schon lange her, dass ich eins gespielt habe. Ja, ich bin eigentlich jetzt so kompromisslos fast schon dran, eigentlich nur rumzufahren. Und habe auch echt keinen Bock jetzt noch, euch wirklich viel zu zeigen, was ich noch vorfinde. Aber es ist natürlich ein bisschen asozial. Ich schaue mal rein, was ich hier alles Schönes machen kann noch. Und werde mal wieder zurück zur Bergkarte gehen. Ich kann hier machen, was ich will im Endeffekt. Wir haben ja in der Freeride-Session einfach verschiedenste Möglichkeiten, wie ich von diesem wunderschönen Berg runterfahren kann. Könnte jetzt auch Events triggern und starten. Ole will meet with you for a ride if you beat all the items on this list. It looks like we're here. The drop point is beneath us. Ja. Bei jedem dieser jeweiligen Sessions gibt es Aufgaben zu erledigen, wie es damals schon bei Tony Hawk der Fall war. Und der gute Pilot hier bringt uns an unseren gewünschten Ort. Und es ist immer wieder, ja, hier haben wir jeweils die Aufgaben, die ich erfüllen könnte. Also schauen wir mal hin zu diesem Part hier. Und nehmen mit X einfach teil. Stick a Trick, messe dich mit den Moves eines anderen Fahrers. Ich werde absolut losen jetzt, aber lass mal zeigen, was er hier vorhat. Method Air wäre ein Grab. Maybe you should
Au, wow, 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 wow. Okay, Method Air und Frontside 560, das habe ich nicht ganz gecheckt gerade. Machen wir gleich nochmal. So, Backside, also dementsprechend gänzlich falsch. Aber den Part des Frontside kann ich hier vielleicht nochmal erledigen. Nein, darf ich nicht. Vielleicht kann ich es neu starten. Nein, geht auf Zeit rechts unten, wir sehen es schon. Und ich bekomme hoffentlich gleich nochmal die Chance dazu. Genau, start's neu. Also versuchen wir es nochmal. Method Air und Frontside 360, das war zu kurz. Eine Umdrehung hat mir also dementsprechend noch gefehlt. Ich kann mit Select auch gleich neu starten, wie ich gerade in Erfahrung gebracht habe. Also habe ich es auch so gleich getan. Komm schon. Verdammter. Ach, come on. Ich hoffe, ich muss nur mindestens 45 machen oder halt sowas. Und? Ist doch okay, oder? Bin ich jetzt ganz blind? Ja. Immerhin. Ich habe jetzt den Trick gemacht und noch ein bisschen was dran gesetzt. So wird es gemacht, wenngleich das natürlich jetzt noch im Vergleich immer noch stümperhaft war. Alles schön, ich könnte einfach jetzt entspannt weiterfahren. Oder ich schaue einfach zurück zur Bergkarte, will wieder einen Punkt aus, den ich genauer erkunden möchte und habe dann auch hier natürlich nochmal dabei stehen, welche verschiedensten Aufgaben mich für die Gesamtkarte und dann eben auch dann in den jeweiligen Herausforderungen machen kann. Eine schöne Geschichte, gefällt mir auch vom Einstieg her gut. Ich habe es geschafft, da jetzt mal zumindest irgendwas zu erledigen. Schauen wir uns noch eine Geschichte an, vielleicht sehen wir noch was ganz anderes. Auch hier gibt es wieder 11 Aufgaben zu erledigen. Ich könnte es auch hier einfach wieder zur nächsten gleich einfach hinfahren. Machen wir es auch gleich. Hier haben wir ein Rennen, hauen die Pros in den Schnee. Ja, hauen wir doch einfach mal mit einem Geistrennen in diese Aufgabe. Den Geist gilt es zu schlagen. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wie ich jetzt hier auf die Hocke gehe und so. Und da sie auf Geschwindigkeit geht, brauche ich auch nicht groß anfangen, Tricks zu machen. Ich glaube, meine einzige Chance wäre hier einfach mal zu versuchen, dass ich hier überlebe. Das war die Kamera. Das muss ich wohl nicht umstellen. Das wäre eine Art von Grab. Auch nicht sonderlich sinnvoll. Wie hocke ich? Ich habe keine Ahnung, wie ich hocke. Och, come on. Schauen wir ganz kurz, ob ich das hier noch in den Optionen in Erfahrung bringen kann. Nein. Ich ziehe bei den Grab Fireballs hier nochmal. Ne. Guti, das werde ich dann noch später in Erfahrung bringen, wie ich auch hier in die Hocke gehen kann und hier noch ein wenig an Geschwindigkeit auch bekomme. Mit der Bestzeit wird wohl hier nicht mehr. Aber zumindest habe ich noch keine Tore übrig gelassen, aber die brauche ich mittlerweile auch schon recht dringend, um mir noch einiges an Zeit überhaupt auf dem Konto gut geschrieben zu bekommen. Ja, ich werde es dann auch gut sein lassen während des Fahrens auch gleich. Da haben wir auch schon den Gegenpart. Ich war natürlich viel zu langsam. Aber das war's für mich jetzt mal. Mein erster Eindruck ist sehr gut. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch ein wenig ein Fan des Genres, wie ihr gemerkt habt. Auch wenn ich jetzt gerade eher stümperhaft unterwegs war. Ja, wird mich auch, glaube ich, jetzt in der... Ja, in dem Gedanken, dass dieses Jahr eh nicht Snowboarden war, auch ein wenig an der Konsole halten, hoffe ich. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim Spielen und ich würde auch sagen, wenn man sich aktuell ein Snowboard-Spiel kaufen sollte, dann wäre es wohl Stoked in der Big Air Edition. Vielen Dank fürs Zusehen, macht es gut und viel Spaß beim Zocken.